Viele Menschen glauben, die neue Weltordnung ist der Zustand der Weltpolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus. Stimmt das? Nein. Die neue Weltordnung ist der Versuch einer Gruppe Internationalisten, einer selbsternannten Elite, die ganze Welt zu kontrollieren durch eine von denen aufgebaute Weltregierung. Sie wird diktatorisch sein, nicht demokratisch gewählt. Und da sie nicht gewählt werden, brauchen sie auch keine Rücksicht auf uns zu nehmen. Ein sogenannter Polizeistaat. Sie brauchen auch eine Weltarmee, eine Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltkultur. Privatbesitz wird nicht mehr toleriert und jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer und diese Daten werden auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Eine Weltarmee, haben Sie gesagt. Wenn die ganze Welt vereint ist, wozu brauchen wir dann eine Armee? Wir brauchen keine Armee. Die Elite braucht eine Weltarmee. Wenn die Völker, wenn die Menschen bewusst werden, was die Elite mit uns vorhat, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Und sie werden wahrscheinlich in Deutschland schwarzafrikanische Soldaten bekommen, wir in Australien wahrscheinlich türkische Soldaten und so weiter, so wie die Blauhelme heute. Dann haben Sie eine Weltwährung gesagt. Welche Weltwährung bekommen wir denn? Yen, Dollar, Euro? Nein, die Welt wird bargeldlos. Wir werden alle mit Smartcards arbeiten und jeder Pfennig, den Sie dann ausgeben, wird registriert. Eine Weltreligion. Es gibt nur den einen Gott. Manche Menschen werden meinen, eine Weltreligion wäre ganz vernünftig. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Die sind auch nicht christlich noch islamisch. Sie stellen Satan und Gott gleich. Eine Kultur. Was ist denn aus der multikulturellen Gesellschaftsidee geworden? Ja, wenn die Grenzen und die Nationen verschwinden, verschwinden auch dann die Kulturen. Der Sinn der multikulturellen Gesellschaft ist sowieso eine Monokultur. Eine Mischgesellschaft, wo die Menschen das Zugehörigkeitsgefühl für ihre Nation verlieren. Und damit sind sie auch leichter zu kontrollieren. Wie wird Privatbesitz weggenommen? Privatbesitz wird wahrscheinlich nicht weggenommen, es wird nicht mehr toleriert, sondern es wird durch extrem hohe Gebühren sowie Wasser und Müll und hohe Steuern unmöglich gemacht werden, es zu halten. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und die Daten auf einem Zentralcomputer gespeichert. Können Sie mehr darüber erzählen? Ja, jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer mit 18 Zahlen und diese Daten werden dann auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Allerdings die Technologie für die Implantation von Mikrochips unter der Haut besteht schon. Und die ersten Versuchsmenschen, 6000 Menschen in Schweden und Großbritannien, tragen schon bereits diese Mikrochips unter der Haut. Wenn das alles tatsächlich eintritt, werden wir dann endlich Weltfrieden haben? Nein. Wie ich sagte, wenn die Menschen bewusst werden, was mit uns gemacht wird, dass wir als Sklaven gehalten werden sollten, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Eine Weltregierung bedeutet keine Weltfrieden. Am 25. September 1991 unterschrieb der Generalgouverneur von Australien, Mr. Bill Hayden, ganz heimlich neue internationale Gesetze für politische und Zivilrechte. Ich wiederhole, internationale Gesetze. Diese Gesetze, kurz die ICCPR-Gesetze genannt, setzten sofort unser 200 Jahre altes bürgerliches Gesetzbuch außer Kraft. Obwohl die
neuen Gesetze schon längst rechtskräftig geworden sind, werden sie noch nicht angewendet. Der Bevölkerung hier ist es deswegen immer noch nicht bewusst, wie leicht es inzwischen ist, kriminell zu werden. Zum Beispiel, ganz heimlich, haben wir folgende Rechte verloren. Das Recht auf Privatbesitz, weg. Die Versammlungsfreiheit, weg. Die Redefreiheit, weggenommen. Die Polizei darf jetzt unangemeldet und ohne gerichtlichen Durchsuchungsbefehl unsere Häuser und Wohnungen durchsuchen.